Oh, Bahamut. Okay. No way. What is it? Das ist nicht so geil. Aber wenn es ein Dargeon ist, wäre es noch schlimmer. Aber das ist Bahamut, das ist schon schlimm genug. Solange er nicht Super Flair hat, ist alles cool. Vielleicht. An Aeon. You must stop. It's time to stop. You want to get killed? We have no choice. Oh Gott, scheiße. Fuck. Okay. Power Break. Trigger happy. Hoffen, dass Darkness Dance was bringt. Natürlich nicht, ist Guard. Das war mir eigentlich fast klar. Shit. Scheiße, auch noch gebraucht. Schön unterbrochen. Alright. Uh-oh. Ja, haut gut rein. Okay, das ruft nach High Potions, glaube ich, für jeden. Naja, doch, da müssen High Potions rein. Definitiv, normale Potions reichen da nicht. Okay, ich wollte gerade sagen, ich habe keine High Potions mehr, das ist ja von Nachteil. Bock. Power Break. Er hat schon lange nicht mal angegriffen. Ich habe das Gefühl, der bereitet sich auf was ganz Großes vor. Genauso sieht es auch gerade aus, leider. Ja, genau davor hatte ich Bammel gehabt. Autsch. Eventuell muss ich nochmal neu starten, das werden wir sehen. Okay, geht noch. Geht noch. Erstmal für alle wieder. Das war Yuna, das war Riku, das war Pain. Okay. Nochmal Armor Break. Schön den Status runterschrauben. Haste. Von mir aus Power Break. Kann dann gleich alle nochmal ein paar Potions. Nachdem wir hier nochmal ordentlich Damage rausgedrückt haben. Wunderbar. Naja, High Potions nochmal für alle. Notwendig. Definitiv. Das dauert viel zu lang. Nummer 1, Nummer 2, Nummer 3. Da kommt wieder eine Mega-Flair, glaube ich, gleich auf uns zu. Jo, Mega-Flair. Achso, wir können da noch was gegen machen, aber anscheinend nicht. Nee, die kommt durch. Zumindest wissen wir, in was wir investieren müssen. Auf jeden Fall, und zwar in High Potions, wenn wir nicht auf einen White Mage gehen. So viel ist klar. Der Damage geht noch, aber mit Impuls ist es halt
schon heftig, was da auf einen zukommt an Damage. Gar keine Frage. So, Yuna. Riku. Pain. Okay, Evasion. Okay, wir haben ihn sogar fast, sehe ich gerade. Vielleicht bringt Evasion was gegen ihn, bin mir nicht ganz sicher. Accuracy. Vielleicht ein bisschen mehr Critical Damage. Wenn wir Glück haben. Sollen wir draufhalten? Na, wir heilen nochmal. 20 High Potions noch. Naja, doch. War die bessere Entscheidung dafür. Doppelter Impuls. Nummer 1. Nummer 2. Nummer 3. Jitterbug. Okay, Mega Flare incoming. Oh, wir haben's. Nice. Defeating an old fiend. Friend. Achievement unlocked. Baha-Mut, meine Freunde. Baha-fucking-Mut. Aber gut, dass er so früh kam. Wenn er später gekommen wäre, wäre das, glaube ich, nochmal ein bisschen heftiger geworden. Und das war schon nicht schlecht, gerade was der da uns entgegengeworfen hat. Meine Herren. Why is this happening? I wish you were here with me. Thank you, Pain. You were right. We had to fight it, didn't we? Wie viele Bossfights werden uns eigentlich jetzt hier entgegengeworfen? Meine Güte, ey. Nothing. This hole was made recently. You think it was Vagnagon? Unreal. How deep do you think it goes? What? Where's Vagnagon? Not here. It must have fled in terror, knowing I was coming. Ja, ganz offensichtlich. I don't think so. I must report to Nuji Wuji at once. Boys, record this. Don't miss a single detail. Yes, boss. Vagnagon. Was it really here? This isn't how it was supposed to be. The eternal calm. I can feel it crumbling, falling away from beneath our feet. Yona! You're in Super Toto! Get back to Celsius on the devil! Wollte gerade sagen, man kommt wieder hier ein bisschen upbeat. Chapter 2 concluded. Aight. A Fiend Tail Bonus. Get it. Yes. Alles klar. Hoffentlich bekommen wir die Dress-Fear noch automatisch. Was gibt's denn für ein Problem, Brother? Trouble, and I mean big time. Fiends are pouring out of the temples. Which ones? Only all of them! It's a pretty good state of the emergency. What should we do? Is it going time? You bet. Not exactly sphere hunter work. True. But seeing Yuna out there could calm people down. Yeah. You'll expect her to do the dirty work. Yeah, but Yuna wants to help, don't you? Oh. Hey, I got an idea! We could be your friendly neighborhood Gullwings!
You mean taking out fiends and charging for it? Oh. Hey, mech guide. Klingt gut, ja. What do you think? Well, why not? I like it. If that means we can help out people who are in trouble, then sure. Ja. Right! That means spear hunting's on hold. Your friendly neighborhood goings. All right. It's decided. Where to? Okay, Game ist wieder upbeat, alles ist gerettet. Wait a sec. Ren no Eve. What could this mean? Nave and Nuge of the Youth League. And Barali, Praetor of Nieven gone. Hmm. They've disappeared. Fascinating. All right, never mind. Now, friendly neighboring goblins, where to? Das werden wir noch entscheiden. Besaid, Kilika, Mushroom. Okay. Das sind unsere Hauptdinger mittlerweile. The stress call from a cave down in the gorge say a faith used to be down here. Maybe this has something to do with the temple fiends. Okay, gehen wir erstmal zurück zur Bridge. Bevor wir damit weitermachen. How did fiends get inside the temples? Und wo ist Pain? Da ist sie. Your friendly neighbor Gullwings? That's original. Allerdings, ja. I know. Okay, nee, dann haben wir hier nichts. Was ist das hier? It's my latest invention, it's called Comsphere. We can't use it until I set up a Spira-wide network down on the ground. Okay. Dann mache er das, Herr Shinra. Und wir saven hier mal eben. Und dann würde ich sagen, können wir hier auch schon direkt das Ganze beenden. Also die Dark Knight Dressphere haben wir nicht bekommen. Ich muss gerade nochmal nachschauen. Du beginnst, dann kann ich euch direkt einen Bericht erstatten, was es damit auf sich hat. Wir können es im Bevel Underground in Chapter 2, 3 und 5 in einer Treasure Chest finden. Es steht halt nur hier near the end of the area. Welche Area allerdings wird uns hier in dem Fall nicht genau erwähnt. Aber das holen wir uns auf jeden Fall dann hier in Chapter 3 nochmal. Allerdings erst dann in der nächsten Session. Wie gesagt, ich save nochmal, um nochmal auf Nummer sicher zu gehen. Einfach Guados Alarm. Also es wird ein paar Mal, das kann ich jetzt schon erwähnen. Ich weiß ja nicht, wann das Video letzten Endes online kommt. Aber so, nachdem der Part hier online ist, denke ich mal, werde ich ein paar Mal noch nach Guados Alarm reisen und euch zeigen, warum. Oder, ich meine, ich habe es einigermaßen bewiesen. Ich habe es beim zweiten Mal, habe ich es direkt geschafft, LeBlanc zu beglücken. Um es mal so zu sagen. Aber ja, ich kann noch das ein oder andere Video noch dazu raushauen, um wirklich zu beweisen, dass der Name Love Giant in dem Fall auch gerechtfertigt ist, dass man nur so nebenbei erwähnt. Also damit werden wir noch ein bisschen Spaß haben, auf jeden Fall. In diesem Kontext hoffe ich, dass euch die heutige Session von Final Fantasy X-2 gefallen hat. Ich habe, glaube ich, 3 Stunden wieder knapp aufgenommen, aber ich meine, das Game ist einfach perfekt. Wir hatten ein paar bekloppte Side-Missions, Chocobo, um genau zu sein, und dann wurde es ein bisschen, Plot thickens quasi. Also wir sehen, das Game ist eine extrem gelungene Kombination aus extrem bescheuertem Humor, was Side-Missions angeht größtenteils, und einem doch extrem tiefen Plot allerdings. Und mittlerweile allerdings sind wir, glaube ich, ein bisschen mehr upbeat. Wir sind jetzt die Your Friendly Neighborhood Gullwings. Werd nochmal nachschauen übrigens vor der nächsten Session, wo genau der Dark Knight Dressphere sich aufhält. Ich glaube, es war in der Kiste, an die ich nicht letzten Endes nicht rankam, aber werde ich mir definitiv holen, vielleicht schon in der nächsten Session, wenn das möglich ist. Und ja, dann hoffe ich, dass euch die heutige Session von Final Fantasy X-2 gefallen hat. Und dann sehen wir uns bei der nächsten Session von Final Fantasy X-2, wenn ihr denn wollt, wieder, liebe Freunde.